Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir spielen heute den Lawn Mowing Simulator. Das heißt, wir mähen Rasen. Neue Karriere erstellen. Keine Ahnung, was an Rasenmähen eine Karriere sein soll, aber okay. Entweder wir spielen mit Anleitungen oder wir überspringen sie. Wir brauchen keine. Ja, perfekt, Digga. Das sieht ja schon genauso aus wie ich. Unser Firmenname ist die Rasenracer. Alliteration, Doppel-R und Rasenracer, weil wir so schnell sind. Genau. Als Logo würde ich sagen, nehmen wir einfach so eine Kettensäge. Spieler bearbeiten. Oh. Spielername. Also wenn ihr jetzt noch kein Abonnent auf meinem Kanal seid, dann weiß ich auch nicht. Jetzt können wir uns auch noch einen Rasenmäher aussuchen. Es gibt einmal diesen gelben hier, der hat 9,9 PS und fährt 5 Meilen pro Stunde. Den brauchen wir. Oh, dann haben wir aber nur noch wenig Geld übrig. Guck mal, wir müssen richtig kalkulieren. Wir nehmen den hier einfach mal. Das ist dieser Auf... Bro, ich will einfach Rasenmähen. Zweiter Gehe später. Los geht's, meine lieben Freunde. Der Rasenmähen-Simulator, er startet. Das ist unser Ziel für heute. Ein Vorgarten im Old Nook Cottage. Wir haben eine Schnitthöhe von 5 cm, eine Terrainprüfung von 4 Minuten und eine Recommended Cut Time von 26 Minuten sind die irre. Die haben die Rechnung ohne die Rasenracer gemacht. Ja gut, ich klicke jetzt einfach mal auf Enter. Los geht's. Wir können hier rumlaufen. Wir haben keinen Körper. Oh, damn! Das hier soll, glaube ich, ein Cayenne darstellen. Also er sieht zumindest einem Cayenne sehr ähnlich. Wir haben hier einen Cayenne stehen. Die haben hier so ein paar Gartensachen stehen. Da hängt ein Fahrrad an der Decke. Naja. Können wir nicht irgendwie den Cayenne hier irgendwie... Nee, den können wir nicht nehmen. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir damit einfach über den Rasen drüber hätten fahren können. Hier vorne haben wir noch einen Oldtimer. Ich denke mal, das soll ein alter Aston Martin sein. Oder vielleicht auch ein Austin Healey. Kann man vielleicht auch an den... Doch, ich glaube, das soll wieder sogar... Oder... Ich weiß es nicht genau. Oder ein Jaguar. Von der Seite sieht es aus wie ein Austin Healey. Von vorne und hinten... Von vorne wie ein Aston Martin und von hinten wie ein Jaguar. Ist aber auch egal. Wir können hier hinten auf einmal auf jeden Fall rumlaufen. Wir haben noch Mülltonnen. Perfekt. Sandy ist auch am Start. Du kleiner Hier hinten haben wir noch eine Gießkanne, die auf dem Boden liegt. Da können wir auch drüber laufen. Na gut. Reingehen können wir hier leider nicht. Wir können mit nichts hier so richtig interagieren. Hier vorne liegen nur noch Tennisbälle. Was ist denn das? Sind das... Würstchen. Hier vorne haben wir einen Grill. Damit können wir aber, glaube ich, auch nichts machen. Da steht nur eine Pfanne drauf. Hier eine kleine Sitzecke. Das ist echt sweet hier alles. Es ist einfach so England in a nutshell. Hier vorne sind Tiere. Irgendwie sieht der Hase ein bisschen verkohlt aus. Dann können wir auf jeden Fall auch noch hier vorne rumlaufen. Da haben wir noch ein kleines Gartenhäuschen. Ist auch schönes Wetter. Ne? Ist ein richtig schöner Tag zum Rasenmähen. Hier haben wir auf jeden Fall ein Gartenhäuschen. Damit kann ich auch nicht interagieren. Hier die Sache benötige ich auch erstmal nicht, denke ich. Und hier müssen wir definitiv den Rasen mähen. Also das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, meine lieben Freunde. Warum läuft denn unsere Zeit schon? Halte Y gedrückt, um den Motor zu starten. Lauscht genau hin. Damit kriegst du die Lara. Guck mal, er hält sich auch schon die Ohren zu. Mit Y aktivierst du die Messer und schaltest sie ab. Aha! So! Wir sagen dem Rasen den Kampf an. Guckt euch das an, wie sauber ich das... Oh! Du überlastest den Motor, drossel ihn vor Beendigung. Strafe, du hast Grasschnitt... Achtung, du benutzt die falsche Schnitt... Ist auch noch eine Kuh? 5,7 cm haben wir eingestellt, dementsprechend jetzt Drehzahl aktivieren. So, wir fahren los und aktivieren die Messer. Und jetzt geht's hier nämlich los. Jetzt ist hier wirklich Chaos. Und jetzt müssen wir gleich allerdings so ein bisschen schauen,
dass wir, du hast Grasschnitt zurückgelassen. Was für Grasschnitt, Junge, ist mir scheißegal. Wenn die hier weiter rummeckern, mähe ich gleich auch noch den Cayenne von denen kaputt. Einmal hier vorne lang, dann können wir jetzt hier die Linkskurve reingehen und dann sind wir schon mal einen Spalt weiter. Ich liebe ja Rasenmähen, ne? Ich hatte auch früher so einen kleinen Aufsitzrasenmäher. Da kann ich euch mal hier ein Foto von einblenden. Ich war stolz wie Sau. Stellt euch mal vor, ihr wacht so auf an einem Sonntagmorgen und es ist so ein schöner Frühlingstag, sagen wir mal 15 Grad, die Sonne scheint und ihr guckt raus und der Rasen ist ein bisschen gewachsen und dann setzt ihr euch auf euren Aufsitzrasenmäher ein bisschen Mucke auf die Ohren oder einen Podcast, am besten Dick und Doof, ne? Auf Spotify, gern anhören. Und dann wird so richtig einer weggemäht einfach mal. Das Ganze wird hier wieder schön gemacht. Ich bin allerdings ganz ehrlich, hier bei diesem Haus hier finde ich es ein bisschen blöd. Ich finde das links irgendwie schöner als das rechts. Ich bin so ein Talent, ne? Ich habe euch gerade meine Timelapse eingeblendet. Habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, wie ich hier alles Mögliche weggemäht habe. Ihr seht auch schon oben rechts, ich bin beim Fortschritt fast schon bei 80%. Also 4/5 beziehungsweise 80% habe ich halt schon durch. Und es macht wirklich Laune. Man hat richtig Bock, das hier so alles perfekt zu machen. Ich weiß, da sind noch so ein paar Stückchen. Du hast den Boden beschädigt und dir eine Strafe eingekommen. Komm, scheiß drauf, Digga. Guck mal, hier sind überall noch so ein paar kleine Stückchen, die muss ich natürlich noch wegmähen. Aber das macht schon Spaß. Und mich erinnert das wirklich an richtiges Rasenmähen. Ich weiß auch noch beim Rasenmähen, ich hatte früher mal eine kleine Anekdote aus meinem extrem langweiligen Leben hier mal wieder. Ich habe früher mal Rasen gemäht und habe mir generell bei uns im Haushalt immer so ein bisschen Geld dazu verdient, wenn ich mal so Rasen gemäht habe oder Laub aufgesammelt oder keine Ahnung was gemacht habe. Und da lag ein Spielzeug von meiner Schwester auf dem Boden, irgendwie noch im Garten im Sommer und ich bin einfach drüber gefahren. Das war so ein Rasenmäher, den man so, dann musstest du so ziehen und dann ging der so an und dann musstest du so vor dir her schieben. Und auf einmal macht's klack, klack, klack. Das war dann irgendwie so eine Playmobil-Figur oder Barbie oder so von meiner Schwester. Die haben einfach mal weggemäht. Ja, die denkt bis heute, dass die irgendwo auf dem Kabuff liegt, aber die habe ich ja kaputt gemäht und weggeschmissen. Sarah, ich hoffe, du wirst dieses Video hier niemals sehen. Mir ist das jetzt scheißegal. Ich habe alles weggemäht, was ich irgendwie konnte. Hier ist nichts mehr übrig. Ich bin trotzdem erst bei 98,4%. Ich fahre jetzt einfach volle Kanone gegen den Oldtimer. Hat er gerade einen zittrigen? Ist ein schönes Häuschen, meine lieben Freunde. Ist auch ein schön gemähter Rasen. Ich zeige ihn euch nochmal ganz kurz hier zum Ende. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier irgendwie noch machen muss. Klar, hier sind noch so Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall besser hätte machen können. Aber ich finde, ich habe das schon ganz gut gemacht. Und 98,4% ist wirklich eine Beleidigung an meine Rasenmäh-Skills und vor allem an die Firma Rasenracer. So, von daher, ich würde das jetzt gerne beenden. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Möchtest du aktuell einen Fortfahren oder abbrechen und du wirst aber jeglichen Auftragsvorschuss verlieren? Nee. Perfekt, Digga. Nichts dazu gewonnen. Ich dachte, ich hab's jetzt beendet. Aber ich hab's einfach nur abgebrochen. Wenn euch das heutige Video von daher an der Stelle gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt selbstverständlich auf die Glocke, wenn ihr neue Videos nicht verpassen wollt. Es geht in einigen Tagen weiter mit den letzten Episoden Minecraft mit Luca, also abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und tragt euch fett in den Kalender ein. Am 10.10. kommt neues Merchandise in den luca-shop.de. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir sehen uns die Tage wieder. Ciao!